Hey Leute, willkommen wieder zu Fire Emblem Sacred Stones. Danke, dass auch du wieder einschaltest. Hier stehen wir erneut vor der Wahl der Route und diesmal werden wir natürlich Ephraim begleiten. Ab Kapitel 15 ist es ja so, dass sich praktisch beides wieder vereinigt. Das ist mehr oder weniger dasselbe Kapitel, nur mit anderen Startpunkten. Nur für alle, die das jetzt ein bisschen wundert oder so. Dementsprechend werden wir früher oder später auch wieder das 15. Kapitel erreichen, aber diesmal natürlich dann weitermachen. Aber Ephraims Route wird uns natürlich völlig neue Erfahrungen bescheren, ne? Deswegen wird das ganz, ganz toll. Wirst du mit Ephraim gehen? Meine Güte. Immer diese Fragen hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Prinz Ephraim? Bist du das, Seth? Ich bin gleich zur Abreise bereit. Ich überlasse Irika deiner Obhut. Eigentlich, my Lord, werde ich die Ehre haben, mit euch zu reiten. Was? Aber was ist mit Irika? Die Prinzessin hat mich darüber informiert, dass sie mit einer fredianischen Eskorte aufbrechen wird. Sie sagte mir, sie brauche kein so großes Gefolge auf einem so kleinen Schiff. Ich verstehe, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ich schaff das schon, Seth. Bitte geh und begleite Irika. Lord Ephraim, dies ist Lady Irikas Wunsch. Sie beschwor uns, euch unsere Klingen an der Front zur Verfügung zu stellen. Sie sprach zu jedem Einzelnen von uns. Sie fiel vor uns auf die Knie und bat uns flehentlich, mit euch zu gehen. Ihre Aufrichtigkeit, ihre Besorgnis, wir konnten nicht anders, als durch ihr Flehen tief bewegt zu sein. Oh, Irika. Nun gut, ihr werdet also alle mit mir kommen. Doch seid gewappnet, dies wird keine einfache Reise werden. Ich will nur Freiwillige, die keine Angst davor haben, dem Tod ins Auge zu blicken. Das werde ich die anderen wissen lassen. Ich muss euch sagen, my Lord, sie sind alle bereits zur Abreise bereit. Sie kennen das Risiko, das sie eingehen. Und nicht einer von ihnen lässt sich dadurch abschrecken. Jawohl, das nenne ich Moral. Wir überspeichern hier und dann geht es jetzt auf Ephraims Part mal weiter. Cool. Ganz anders alles und witzigerweise ist Seth hier dabei. Ja, das mit dem Turm von Valnia hat man natürlich auch hier als Option, aber für uns fällt das Ganze selbstverständlich raus. Ja, das kennen wir alles soweit. Nur, dass wir jetzt natürlich eine ganz andere Truppe haben. Und das ist auch mal ganz schick. Ja, hier ist teilweise schon einiges aussortiert. Kann aber sein, dass jetzt bei Ephraim wieder was reinrotiert. Wir müssen sehen, wie das aussehen wird. Ich glaube, die meisten Vorbereitungen werde ich jetzt in der Basis treffen. Habe ich hier wenigstens die Möglichkeit? Ich glaube, auch hier habe ich wieder das Problem, dass ich mir keine Zauberbücher kaufen kann, oder? Wer sich zurückerinnert bei Irika am Routenanfang, hat mir genau das Problem, dass wir praktisch nur Arsenale zur Verfügung hatten, die natürlich hier keine Zauber anbieten. Denn da ich keine Einheiten auf der Karte bekämpfe, laut Challenge. Oder wartet mal, ich glaube, wir könnten sogar auf Ephraims Route Glück haben. Ja, wartet mal. Na, hier kommen wir ran. Dann war das bei Irika so, dass sie ein Feld weiter vorne waren, die Monster. Ja, das war ziemlich fies. Da mussten ja einiges an Treffer einstecken und so. Es war ein bisschen schwierig, die Mission. Die wurde aber sehr gut gemeistert. Zum Ende bei Irikas Route habe ich ein bisschen, ja, es ja, schweifen lassen so. Ein bisschen nicht mehr so großartig die perfekten Taktiken gewählt, ich weiß schon. Aber schlicht und ergreifend auch aus dem Grund, weil wir einfach, ja, jetzt mit Ephraims Route weiterspielen. Zum anderen war das Problem mit der Gamescom natürlich. Ja, ich bin ja jetzt wieder zurück offiziell. Ich meine, das alles war ja eine Woche vorproduziert. Und wenn du da eine Einheit abkratzt und du spielst alles nochmal neu, ist das tricky. Das kann ich euch sagen. Es kostet halt viel Zeit, die ich schlicht und ergreifend auch nicht hatte, weil ich mein Privatleben vor der Gamescom war ziemlich krass von der Zeit. Aber gut, dazu will ich jetzt nicht zu viel sagen hier, aber autsch, das war wenig Schlaf, Leute, das war wenig Schlaf. Dementsprechend bin ich jetzt froh, dass alles wieder seinen normalen Lauf hier nimmt. Sehr, sehr froh. Okay, jedenfalls, auf geht's mit Ephraim. So, macht sich auf den Weg. Ephraim beginnt von Schloss Frelia aus seinen Marsch in Richtung Grado. Nach der Eroberung René wendet sich Grados Blick nach Frelia. Alter Schwede, der Typ hat ein bisschen zu viele Schweinsbraten verdrückt. Grundgütiger, doch Innes und seine Truppen stellten Invasoren an den Ufern ihrer Heimat. Gegen jede Chance gelingt es Innes, die Invasion aufzuhalten. Frelias Grenzen bleiben unberührt. Ephraim koordiniert Frelias Truppen, um die Frontlinien auszuweiten.
Doch weiß Ephraim nicht, dass Grados Streit macht, schon bei Fort Riegwald wartet. Die Truppen haben ihre Stellung befestigt und planen, Frelias Belagerung auszusitzen. Unerschrocken bleibt Ephraim dazu entschlossen, Grados Wurzeln auszureißen. Jawoll. Na, Ephraim macht keine halben Sachen. Der Typ geht ab. Ab nach Kapitel 9, nach Fort Riegwald. Da wird sofort gleich mal eine Festung des Feindes gestürmt. Gut so. Um den Stein von Freli hat man sich schon gekümmert. Wie kommt es, dass der Stein von René sich in unseren Händen, sich unseren Händen immer noch entzieht? Glenn, Walter, findet die Kinder von René. Findet sie und nehmt ihnen die Armreife ab, die sie tragen. Glenn, sucht nach Irika. Walter, finde Ephraim. Findet sie, besiegt sie. Ja, Eure Majestät. Irika, wie ist ein reifer kleiner Pfirsich? Und ihr Bruder Ephraim. Er ist eine bessere Beute, als ich es mir vorgestellt hätte. Allein beim Gedanken daran gerät mein Blut in Wallung. Vielleicht wird dies alles doch noch sehr unterhaltsam. Jawohl. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Weiß nicht, ob sich minimal etwas ändert. Kelleach, Rief, zerschmetter die verbleibenden heiligen Steine. Kelleach, übernimm Johanna. Rief, nimm raus, nein. Geht, vernichtet die heiligen Steine, die dort aufbewahrt werden. Wie ihr wünscht. Ich werde sofort mit den Vorbereitungen für Raustens Sturz beginnen. Puh, warum bleibt Johanna an mir hängen, verfluchtes Pech? Du bist zum Söldner, um diesen erbärmlichen Ort zu entkommen. Jetzt muss ich dorthin zurück. Dünell, geht nach Frelia, nehmt die frelianische Armee und bestraft Ephraim. Verzeiht eure Majestät, jetzt da ihr René erobert habt. Wie lauten eure Pläne für seine Bürger? Das Land liegt in Trümmern, Diebe und Banditen stolzieren einher als... Lasst sie. Aber Sir Dünell, der Imperator hat gesprochen, bitte. Selena, ihr bleibt in der Hauptstadt. Ich werde schon bald neue Befehle für euch haben. Verstanden. Oh je, oh je. Na bitte, Eure Majestät, gestattet mir das Privileg einer einzigen Frage. Ihr belästigt uns. Eure Majestät, ihr wisst, dass ich gerne bereit bin, jederzeit für eine ehrenvolle Sache mein Leben zu geben. Aber diese Befehle und all eure Taten in letzter Zeit, die sind alles andere als gerecht. Würde ich auch nur einen Hinweis darauf haben, dass diese Invasion zum Schutz Grados dient, so würde ich meine Zunge im Zaum halten. Doch ihr lasst René ohne Führung liegen und so, dass es in Chaos stürzen wird. Dadurch erhalten wir keinen Vorteil. Warum führt ihr diesen Krieg? Was hofft ihr zu erreichen? Ihr schickt unsere Leute aus, um für nichts zu kämpfen und zu sterben. Dies ist kein Krieg. Dies ist Mord. Dünell, diese Entscheidung liegt nur bei mir. Eure Stimme findet in dieser Angelegenheit kein Gehör. Bestraft mich, wenn ihr es müsst, Euer Majestät. Aber ich bitte euch, bitte überlegt euch dies. Wenn es so weitergeht, wird Grado... Dünell geht nach Frelia. Zerschlagt die frelianische Armee und bestraft Ephraim. Eure Majestät, seid ihr taub geworden? Dünell geht nach Frelia. Zerschlagt die frelianische Armee und bestraft Ephraim. Ja, Eure Majestät. Commander Gap, wir haben einen Pegasus-Ritter gefangen genommen, der draußen herumgeschnüffelt hat. Lasst mich los, hört auf, das tut weh. Hast du ja verschwiegen, was sie für eine Augenweide ist. Dieser Fang war die Mühen wert. Ich bin wegen Ephraim hier. Wenn ihr ihm etwas antut, wird er keine Gnade zeigen. Meine Güte. Ich mag sie. Werft sie in eine Zelle. Ich werde den Abend damit verbringen, sie einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. Du Bestie. Wow. Das ist Fort Riegwald. Seit Generationen steht es uneingenommen. Seine Abwehr ist geradezu legendär. Es ist ein Juwel unter Grados Festungen. Und seine Wälle wurden niemals durchbrochen. Und wenn wir es nicht einnehmen, ist jeder Angriff auf die Hauptstadt zwecklos. Sag mir, was du siehst, Seth. Haben wir die Kraft, es einzunehmen? Dies ist eine entmutigende Aufgabe. Der Feind ist uns in puncto Anzahl und Terrain haushoch überlegen. Aber wie steht es mit der Moral? Vermutet ihr, dass die Soldaten nicht willens sind zu kämpfen? Alles ist möglich. Dieser Krieg kam so plötzlich und Grado und René waren lange Zeit befreundet. Vor diesen Feindseligkeiten waren unsere Nationen Verbündete. Nein, noch viel mehr als das. Dies ist der Krieg des Imperators. Aber das Herz des Volkes ändert sich nicht so schnell. Zum Beispiel General Dünell, einer der imperialen drei, den man Obsidian nennt. Er war es, der mir alles beigebracht hat, was man über den Kampf mit der Lanze wissen muss. Dünells Sympathien bleiben mit Sicherheit bei René.
Und bei unserer Sache. Er ist Grado gegenüber loyal, aber er empfindet keine Liebe für den Krieg. Ich bin mir sicher, er wird mit mir reden. Und mehr noch, Prinz Lyor ist seit vielen Jahren mein Freund. Er mag zwar manchmal furchtsam sein und war nicht in der Lage, seinem Vater Widerstand zu leisten, aber ich bin sicher, dass er all diese Kämpfe verabscheut und meine Meinung teilt. Prinz Ephraim. Es muss im Schloss auch Soldaten von Grado geben, die nicht kämpfen wollen. Wenn wir das Fort überrennen und den Thronsaal einnehmen, so glaube ich, dass sie sich ergeben werden. Optimismus könnte hier tödlich sein, aber der Plan ist immer noch besser, als sich der Hauptstreitmacht von Angesicht zu stellen. Irika ist auf dem Weg nach Rausten, um zu helfen, diesen Konflikt zu beenden. Wir können es uns nicht leisten, hier noch mehr Zeit zu verschwenden. Wir müssen dieses Fort einnehmen und dann zur Hauptstadt selbst eilen. Vorwärts! Eine schöne Festungsmission. Angriff! Wir werden angegriffen! Es scheint Frelias Truppen zu sein! Ihr Anführer ist Prinz Ephraim von René! René, an der ganzen Sache ist doch irgendwas faul. Eine jüngere Schwester und ihr Mann lebten in René. Also hat sich der Imperator dabei gedacht, diesen Krieg zu beginnen. Ich glaub. Hey. Ja. Ja, ich hab euch gehört. Ihr sprach davon, nicht kämpfen zu wollen, oder? Verliert ihr etwa die Nerven? Die Strafe für Verrat ist hart. Ihr werdet auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber es geht nicht nur mir so, selbst General Dunell ist gegen diesen Krieg. Dunell, schlägst du nicht etwa auf die Seite dieses gescheiterten Feiglings? Und wer ist dein kommandierender Offizier? Ist es Dunell? Komm schon, raus damit! Das seid ihr, Sir Gap. So ist es, damit ist ja wohl klar, wessen Befehle du zu befolgen hast, eh? Habt ihr es kapiert, ihr Tölpe? Falls ja, dann haltet den Mund und informiert euch. Es interessiert ohnehin niemanden, ob ihr kleinen Fische draufgeht oder nicht. Habt ihr es verstanden? Moment mal. Wie kann man nur so etwas Schreckliches sagen? Und was sollst du darstellen? Dein Name? Raus damit! Ich bin Amelia. Ich wurde erst heute zu diesem Fort zugewiesen. Ich bin ein Soldat von Grado. Ich bin kein Sklave. Wie war das? Du bist ein Mädchen. Hast ja ganz schön Nerven, so mit deinem Commander zu sprechen, Rekruten. Es scheint, als müsste ich dir Befehlshierarchie beibringen. Commander Gap, feindliche Truppen nähern sich. Verdammte Unterbrechungen. Formiert euch, ihr nutzlosen Würmer. Lasst nicht zu, dass diese Hunde den Thron erreichen. Grado kann es sich nicht erlauben, einen so brillanten Strategen von meiner Statur zu verlieren. Niemand wird auch nur eine Träne vergießen. Wenn eine von euch wertlosen Kröten stirbt, sollte jedoch ich den Tod finden. Ihr solltet euch glücklich setzen, in meinen Diensten zu kämpfen, zu töten und zu sterben. Ich wurde Soldat, um dem Imperator General Dunell und dem Volk von Grado meine Ehre zu erweisen. Doch dieses falsch. Das ist das Los eines Soldaten. Wir sind nur Bauernopfer in den Spielen von Königen und Imperatoren. Wir kämpfen, wie es uns befohlen wird. Wir sterben, wie es uns befohlen wird. Und das war's dann auch. Komm, Zeit zu gehen. Mann, das ist ja mal wieder unglaublich. Wir haben mal wieder einen Commander. Quatsch, ich wollte nicht ins Unterstützungsmenü, ich wollte die Karte prüfen. Es gibt schon mal Schatzkisten, das ist schon mal gut. Und auf jeden Fall eine ganze Menge fähiger Soldaten. Oh nein! Nein! Tut mir das nicht an! Nicht schon wieder Schlaf! Verdammt! Verdammt nochmal! Das ist nicht cool! Hört auf damit! Ich mag das nicht! Mann! Wie unfair! Ich glaube, ihr spinnt! Oh ja, und du hast gleich noch einen Purgativ dabei, um auf Distanz zu eilen. Das wird sicherlich auch ein Spaß. Ach, er hat Luna. Negiert gegnerische Resistenz. Könnte auch noch lustig sein bei manchen Einheiten. Ha, immerhin kriegen wir hier einen Thronschlüssel, das ist schon mal ganz nett. Er hat einen Schnitter dabei, natürlich. Ihr seht schon, ja, es fängt zumindest recht knackig an schon mal. Habt ihr eigentlich Langbögen da drinnen? Nee? Gut, das finde ich schon mal sehr gut. Da müssen wir da nicht so vorsichtig sein. Stahllanzen. Erstmal alles untersuchen. Okay, wir müssen sowieso erstmal dieses Tor erreichen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Nee, hier ist nichts brüchig, keine Wände. Das heißt, zum Tor müssen wir so oder so sicher. Und erst dann wird das interessant. Hier haben wir einen Panzerspeer und einen Rittertod leider auch. Der ist heikel, hier mit seinem Rittertod. Er kommt zwar nicht besonders weit, aber wir müssen vorsichtig sein, Leute. Und der hier hat eine erhöhte Crit-Rate mit seinem Kurzbogen. Das kann auch schmerzhaft werden. Ein Panzerbrecher. Das ist spannend, ne? Sehr, sehr viel Effektivzeugs. Und der hat auch gleich mal eine Meisterachse dabei, Gap.
Truppenführer in Grados Armee. Das Leben seiner Leute bedeutet ihm nichts. Okay. Wow, super. Aber weißt du was? Du bedeutest denen genauso wenig. Tja. Na, mal sehen. Gap. Ein echter Depp ist der Gap. Meine Güte. Schaut ihn euch an. Ich glaube, man hätte lieber ihm das Fett absaugen sollen und einfach brennend hier runterfließen lassen. Wisst ihr, wie dieses Pech wäre bestimmt nützlicher. Strategischer. Aber gut. Wir nehmen jetzt Einheiten mit. Jawohl. So sieht's aus. Und dann machen wir alles platt, was sich uns in den Weg stellt. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Also Kyle und Ford sind auf jeden Fall die Letzten gewesen, das ist klar. Das liegt jetzt nur eine ganze Weile zurück. Wir müssten Joshua und Natascha haben. Ja, und ich glaube, ich hatte sonst alles sowieso durchsortiert, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das heißt, Lute, Arthur ist immer noch aktuell. Und Colm. Genau. Das ist auch ziemlich gut, dass Colm sogar noch dabei ist dann, dass ich wirklich auf 8 hier komme. Das freut mich gerade ziemlich. Bei Erika ist er, glaube ich, schon rausrotiert worden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht zu dem Zeitpunkt. Interessant. Oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist aber auch egal. Ah, wir brauchen auf jeden Fall leichte Waffen für dich. Nimm mal das hier. Aber auch ein Stahlschwert kann trotzdem nicht schaden. Und selbstverständlich dann einen Dietrich, der hier reicht völlig aus. Und nochmal ein ordentliches Heilmittel. Da hätte ich noch welche austauschen können, aber es passt schon erstmal. So, auch Arthur kriegt noch ein Heilmittel dazu, das ist klar. Ja, nimm mal das Einser-Heilmittel für Distanzkämpfer. Die sollten eh nicht so viel abbekommen in der Regel. So, auch du nimmst dir bitte noch ein Einser-Heilmittel oder gleich zwei, dann gibst du das andere zurück. Für Einheiten, die das eher brauchen. Einheiten, die an der Front stehen, brauchen eher Heilmittelnutzungen. So ist das. Ne? Deswegen klug verteilen. Er wird wahrscheinlich öfter ein Heilmittel einsetzen als andere. Zum Beispiel. So. Ja, Schnitter, Panzerbrecher. Oder wartet mal. Wir haben ja auch Kavallerie dabei, die eigentlich relativ gute Schwerter nehmen kann. Ja, aber ich glaube, die Eisenklinge zum Beispiel ist bei ihm erstmal gar nicht so cool. Einfach wegen Gewicht 12, also minus 4. Ja gut, minus 4 ist bei ihm eigentlich relativ, ne? Er wird wahrscheinlich trotzdem sehr gut doppeln können. Nee. Dann nehmen wir uns lieber die Eisenklinge mit. Hauen ordentlich drauf auf alles. Ich glaube, das haut dann entsprechend rein. So, die Meisterlanze haben wir auch noch dabei. Das ist sehr schön. Ich nehme auf jeden Fall das hier, eine Stahllanze. Und hier versorgen wir uns noch mit einem Riesenschwert zunächst mal. Und bei Ford ist es wahrscheinlich ähnlich verteilt. Langspeer, Stahllanze, Eisenschwert, noch Heilmittel verteilen. Ja, in dem Fall, wir können auch mal Elixiere noch verteilen. Davon haben wir noch genug. Auch wenn ich diesmal etwas vorsichtiger bin, glaube ich, mit dem Einsatz von Elixieren. Bei Erika war ich etwas verschwenderischer, was aber auch gepasst hat. So, du brauchst eigentlich auch nichts Besonderes mehr. Bestenfalls, dass vielleicht jemand mal übrig bleibt, damit andere trainieren können. Darauf sollten wir noch achten. Nimm mal ein Elixier und ein Heilmittel mit. Ich glaube, das reicht so auch völlig aus. Die Meisterlanze könnte ich noch verteilen, das wäre, glaube ich, ganz schick. Ich glaube, die ist für Ford immer besser, weil Ford ist ein Tick schneller. Und die Meisterlanze ist sowieso leichter. Bringt, glaube ich, mehr, weil er hat Con 9. Genau. Ist gerade so im Limit. Mit der Stahllanze wird er schon relativ gut runtergezogen. Obwohl er theoretisch ja schneller ist als Kyle, aber gut. Ist auch nur ein Punkt, aber manchmal ist ein Punkt entscheidend, also ist das, glaube ich, ganz gut so. Haben wir jetzt nicht sogar noch irgendwie ein Heilmittel, was wir dann ihm noch geben könnten? Nee, haben wir nicht. Ah, wir haben allerdings noch Weihwasser dabei. Kurz schauen, wer ist denn resistenzschwach? Da gibt es schon so ein paar Einheiten. Zum Beispiel meine Kavallerie, die sowieso an der Front ist. Deswegen verteilen wir auch mal durchaus ein bisschen Weihwasser. Das ist eigentlich eine ziemlich feine Sache. Ah, ach so, jetzt ist bei dir das Problem hier. Ja, dann lassen wir es. Aber du kannst zum Beispiel auch noch ein Weihwasser nehmen. Ich glaube, das bietet sich an. Mit sowas arbeite ich schon sehr, sehr gerne. Ich liebe Weihwasser, Leute. Das ist super. Echt eine nützliche Angelegenheit. Ich kann ja mal Magierduelle machen, hier und da wahrscheinlich. Wobei ich glaube, ich weiß nicht, kriegen wir hier zwei neue Einheiten? Ja, zwei neue Einheiten, glaube ich. Dann müsste... Ja, okay, Lute wäre dann schon noch dabei, ein Kapitel. Deswegen schauen wir, dass wir ein bisschen zumindest Lute noch trainieren können. So gut es eben geht. Ich meine, sie kann eventuell später sogar einen Leitstern aus Ephraims Vorrat sich krallen, wenn sie möchte. Das wäre durchaus möglich.
Für den Fall der Fälle, ne? Genau, jetzt eigentlich nur noch die Karte prüfen. Und dann sind die Vorbereitungen eigentlich soweit auch abgeschlossen. Mal kurz schauen. Ach, verdammt. Ich verklick mich hier ein bisschen. Eine Woche nicht gespielt, ne? Wegen Vorproduktion, klar. Ah, Formation. Schauen wir, dass wir erstmal ein paar Lanzenleute an die Front bekommen für den hier. Und uns eventuell nicht unbedingt gleich an den Range hier reinstellen. Dementsprechend, Efrain kann ich eh nicht umverteilen. Meine Lanzenleute sind hier. Und natürlich könnt ihr auch noch ein bisschen an die Front. Ich glaube, so sieht das schon ganz gut aus. Lute sollte heute eher ein bisschen aufräumen, denn Arthur wird sowieso da nicht mehr mitgenommen. Und naja, mit ein bisschen Glück könnte Lute durchaus es schaffen, im nächsten Kapitel noch sehr nützlich zu sein, wenn sie sich weiterentwickelt. Warum eigentlich nicht? Abwarten, wie viele Erfahrungspunkte sie letztendlich dann abbekommt. Hier wäre ein Langbogen schon ultra praktisch. Ja, wir haben auch keinen Bogenschützen mehr dabei. Und erst recht keinen Langbogen. Dementsprechend speichern wir mal kurz. Und starten auch schon mal rein, oder? So. Na toll, Tana ist auch hier. Oh, was für eine Närrin ich doch war. Ich kam den weiten Weg, um Efrain zu helfen, und nun werde ich schon wieder gefangen genommen. Dieser General Gap hatte vielleicht unheimliche Augen. Und dann dieses Gelächter. Oh, schnell, Efrain, bitte. Eil herbei und rette mich. Ja, natürlich. Was denkst du denn, Tana? Meine Lieblingseinheit. Selbstverständlich. Retten wir dich daraus. Wir sollten sie nicht bewegen. Wie man sehen kann, ist das ein bisschen gefährlich. Aber gut, man kann hier die Zelle aufbrechen oder auch das Tor öffnen, wie man das möchte. So, am Anfang werden wir uns erstmal aus diesem Range hier raushalten. Ach, ich könnte sogar hier schon angreifen, aber es bringt zu wenig. Ich wechsle zur Stahllanze. Ach ja, und Efrain hat natürlich auch andere Map-Themes, das hört man schon sehr schön raus. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm, das Ganze. Hört sich aber echt fantastisch an. Bei Efrain, muss man sagen. Der hat eine echt, echt tolle Musik hier. Ah, das geht ins Blut über, würde ich mal sagen. Wir spielen nur einen Zug. Und dann würde ich den Part auch schon beenden. Ach ja. Wenn wir schon dabei sind. Ich weiß ja, durch meinen Eindruck bei Warriors, das war ja etwas sehr enttäuschend. Aber worauf ich gar nicht eingegangen bin, ich hoffe, wir kriegen sehr, sehr schöne Remixe, wenn wir schon zum Thema Musik hier kommen, ne? Fire Emblem und gute Musik, das gehört zusammen. Absolut, Leute. Absolut. Das ist sehr, sehr wichtig. Na, der kommt schon weit genug. Aber es macht nichts, das ist in Ordnung so. Kann Natascha gleich mal schön heilen. Und dann können wir den hier wegräumen. Ah, ich weiß nicht, wie gut sieht's hier eigentlich mittlerweile aus? Oh ja, sehr, sehr gut. Ich habe schon gemeint, Lute soll ein bisschen Einsatz bekommen. Dass wir zumindest vielleicht auch eine Entwicklung noch sehen. Ach, wisst ihr was? Den hauen wir jetzt noch schnell weg. So, das Feuerbuch muss sowieso verbraucht werden. Das ist wichtig. Dementsprechend nochmal voller Einsatz hier und gut ist. Jawoll. Da hat sie doch auch schon Level 7. Ich hoffe, es wird einigermaßen vielversprechend. Ja, das taugt. Magie, Geschwindigkeit, Glück. Und das Waffenlevel geht auch hoch. Bin zufrieden. Na, was haben wir denn jetzt? B, oh. Schick, schick. Wirklich, wirklich gut. Hm, haben wir schon? Ich weiß nicht, kriegen wir vielleicht ein Entwicklungsitem? Das wäre ganz schön. Und ich vermute mal, Amelia wird auch hier früher oder später fliehen. Ich glaube, auch hier hat man eine zweite Rekrutierungsoption. Ich schau mal, dass ich sie hier schon bekomme. Müssen wir mal sehen, wie gut das letztendlich funktionieren wird. Mann, du bist verdammt schnell, weißt du das? Unstoppable. So, was haben wir hier? Das ist die Frage. Ich denke, mit Efrain kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, bis ich hier so richtig viel trainiere. Ich meine, schaut euch den Typen an, der geht ab. Ich sag's euch. Wie sieht's denn hier aus? Die haben 18 Angriff und nochmal 18 Angriff, sind also 17 mit Waffendreiecksvorteil. Wenn wir zum Eisenschwert wechseln, da steckt Keil zum Beispiel locker weg. Ganz easy macht er das. Boah, das können wir mal kurz machen, wenn wir möchten. Wie viele Erfahrungspunkte? Ja, da reicht auf jeden Fall ein Hit. Dann ist das ganz gut. Okay, also doch ein bisschen länger, aber ist ja auch egal. Ist sowieso bei Fire Emblem immer so, ne? Außerdem habe ich gerade mega Bock, weiterzuspielen. Eine Woche nicht gespielt, ist halt auch... Aber ist gleich ein bisschen motivierter nochmal, ne? Zusätzlich, finde ich immer. Das macht schon ein bisschen was aus. Oh, wir können auch Arthur einsetzen. Ja, wie uns das beliebt. Oder auch Colm, aber Colm rotiert raus, das ist Quatsch. Der bleibt uns ein bisschen länger noch erhalten, Joshua. Und das hier reicht ganz gut aus. Zack. Bitteschön. Taugt. Wer sagt's denn?
Fängt schon mal alles ganz gut an. Jetzt ist Ephraim natürlich auch ein relativ robuster. Wir machen das Ganze mal so. Ich gehe mit Colm hier hin. Dann darf Natascha hier mal ganz kurz die Heilerin spielen für Fort. Dann geht's ihm wieder super gut. Und dann stellen wir ihn auch mit einem Eisenschwert daneben. Dann sollte es schon recht sicher sein, wie die Gegner angreifen werden. Ah, wir können auch hier schon supporten. Stimmt ja. Die Option hatten wir bei Erika auch schon. Wir kennen Support allerdings schon. Das ändert sich auch nicht zwischen den Routen. Na? Genau, das war genau das mit dem Malen. Hatten wir schon auf Erikas Route. Deswegen natürlich springe ich das Ganze hier. Ach, er kommt an Lute sogar ran, aber es sollte kein Problem sein. Wenn wir Lute sowieso ein bisschen trainieren wollen. 18 sind schon drin. Ja, easy. Ganz, ganz easy. Kein Problem. Ja, dann zumindest noch das hier. Ach stimmt, ja, Tana kann man bewegen. Okay, ja gut, wie auch immer, Leute. Dann starten wir mehr oder weniger im Gegnerzug mit dem nächsten Part. Und dann sehen wir doch mal, wie Ephraims Route so verlaufen wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Ist ganz cool. Strategisch etwas anspruchsvoller. Das wird sehr schön, glaube ich. Wenn Schlaf nicht triggert. Ha, ha, ha. Yeah. Ich hasse diese Typen. Niemand mag sie. Niemand. Verschwindet. Verdammt nochmal. Das triggert mich jedes Mal. Vor allem, ich krieg das auch immer ab, das Zeug. Weißt du, Schlaf, Berserker, egal. Klappt immer. Aber gut. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part. Und Fire Emblem Sacred Stones.